Ja, die Gesundheits-IT-Messe in Berlin, heute ist der letzte Tag. Sie haben auch mit Ihrer Präsentation diese Messe mit eingeleitet. Ja, wie sind Ihre Eindrücke von dieser Messe? Ja, die Eindrücke sind sehr gut. Ja, wir hatten viele, gerade aufgrund des Pitches, die zu heute und gestern zu uns gekommen sind, auch teilweise aus dem Ausland. Das spielt ja auch in uns in die Karten, da wir auch mehrsprachig geworden sind. Ja, viele Krankenhäuser wussten gar nicht, dass sie einen Dermatologen in ihrer Klinik jetzt auch haben können über unseren Konsildienst. Und dementsprechend ja, haben wir gute Gespräche gehabt mit Krankenhäusern, dass wir sich etablieren möchten. Weil es geht relativ einfach, ohne große Schnittstellen, kann man mit Dermatologie bei sich im Krankenhaus etablieren. Der Trend geht auch ganz klar in diese Richtung. Ja, muss ich sagen. Wir sind mit Samedi hier auf dem Stand zusammen, weil einfach eine Kooperation in verschiedenen Gebieten immer sinnvoller ist. Und dementsprechend freuen wir uns auf die Vernetzung, die auch hier ganz klar zu spüren ist. Welche Innovationen haben Sie zu bieten auf dieser Messe? Wir sind der digitale Hautarzt. Das haben wir für die Normalpatienten draußen bewiesen, indem wir über 70.000 in 2 Jahren behandelt haben. Aktuell auf der Messe zeigen wir einfach, dass wir das mit unserem Qualitätsstandard auch für Kliniken machen können. Da gab es auch in diesem Jahr wieder große Preise, die wir gewonnen haben. Und dementsprechend freuen wir uns auf Kliniken, die den digitalen Hautarzt auch bei sich in ihrer Klinik etablieren. Was sagen Sie zu den Menschen, die es noch nicht ausprobiert haben? Warum sollen sie es ausprobieren? Sie sollen es unbedingt mal ausprobieren, weil unsere Patienten sagen, wenn man es einmal gemacht hat, dann macht man es auch wieder. Und dementsprechend die Digitalisierung und auch, da muss man auch sagen, die Corona-Zeit war einfach förderlich dafür, weil die Leute haben einfach mal was ausprobiert, was sie vorher vielleicht nicht getan hätten. Und dementsprechend kann ich jedem Patienten, wenn man mal ein Problem hat mit der Haut, sagen, probiert einmal Dermanostik aus, und ihr werdet begeistert sein und ihr werdet wieder müssen. Haben Sie auch auf diese Messe wahrgenommen, dass die Menschen jetzt zu Medizin-IT, Gesundheits-IT anders wahrnehmen? Ja, ich denke schon, weil man hat nochmal einen anderen Blickwinkel drauf bekommen, gerade aufgrund der letzten 2 Jahre, dass man einfach da vielleicht auch noch ein bisschen offener ist und auch das Größere denkt, wie man einfach das Gesundheitssystem neu denkt. Na, vielen Dank. Gerne auch.